Da sind wir wieder, da sind wir wieder. Übrigens, kleine Episode. Wir waren eben an der Kasse, wollten die hübscheste Kassiererin des Universums fotografieren, also filmen. Und sagt, so darfst du nicht von Berufswegen. Sie arbeitet wahrscheinlich in der Erwachsenenunterhaltung, wo man ihr Gesicht sonst nicht sieht. Also haben wir uns ein anderes hübsches Gesicht gesucht. Ich denke mal, du heißt Birgit. Ja, ich heiße Birgit. Hallo, ja, heißt Birgit. Und du? Ich bin der Thomas, eigentlich der Herz. Also, der Herz, dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, aber das frage ich dich gleich. Wir sind bei Gärtners Motorradshop, Markenhändler für Kawasaki. Ja, ins Test bestanden. Insider-Wissen, ja, du hast ja früher für andere Marken gearbeitet, bist jetzt zur Fehlfarbe gewechselt. Ich war Reifendienst. Imponiere mir mal mit deinem Fachwissen zu den neuen Modellen von Yamaha 2013. Neue Modelle, Kamera reingucken mal. Das ist Renate dahinter. Das ist die Renate. Also ja, vor allen Dingen der FJR ist jetzt unser ganz neues Modell, vollkommen überarbeitet, neue Verkleidung, technisch vor allen Dingen viel neu gemacht. Haben wir ja zwei Modelle hier, ein schwarzes und ein silbernes, kann man sich gerne mal anschauen. Details kann man sich bei uns hier abrufen, alles mögliche, Tempomat ist zum Beispiel neu. Also Yamaha mit Tempomat, dass man innerorts also die 50 auch erreicht? Ja, kann man. Prima, fragen wir mal Birgit. Sie lacht. Du bist hier zuständig für? Das, diese Bekleidungsecke. Ich dachte für Renate. Nee, Renate ist schon vergeben. Ja, Renate ist vergeben. Aber Zetti ist, glaube ich, noch frei. Zetti ist nicht frei. Also Yamaha-Bekleidung unterscheidet sich wodurch von anderen Klamotten? Also wir haben Yamaha-Bekleidung. Weil Yamaha draufsteht? Ja, ja. Es gibt Freizeitbekleidung, aber auch Fahrerbekleidung. Aber wir vertreten auch sehr viel Büse. Und da gibt es die Bekleidung von Textilien über Leder. Leder hat bestimmte Komforte, was man dann ein bisschen erklären könnte. Mhm. Aber da gibt es von bis. Ja, gibt es also Komfore von bis für Leder? Von bis, genau. Von bis. Jetzt müssen wir mal den Zetti fragen. Ich habe dich früher mal gesehen, da hattest du eine Weste um, da stand hinten Reiseleiter drauf. Was hat es denn damit auf sich? Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich der Chef von der Heimkinder Motorradausfahrt bin in Bergisch. Bing bong, jetzt kommt die Bälle, Werbung. Und möchte natürlich gleich wieder alle, die Möglichkeit nutzen, alle einladen. Am 8.6. in Bergisch-Hübel, Homepage heimkinderfahrt.de. Gleich durch die heimkinderausfahrt.de, das ist ja von Sachsenbike. Ne? Habe ich auch schon mal gehört, ja. Diese Ausfahrt, mache ich auch gleich noch ein bisschen Werbung. Ihr könnt natürlich auch zu uns kommen. Gut. Und vor allem, wer Yamaha hat und Yamaha fährt, da vorne will hinterm Führungsfahrzeug fahren, richtig? Ich darf überall fahren. Also alle beiden Yamahas, die an der Kinderheimausfahrt teilnehmen, dürfen vorne bei Zetti mitfahren. Ihr beiden Süßen, habt noch viel Spaß, vertragt euch. Ich muss weiter. Ja, tschüss. Tschüss.